Herr Strigowski, wo Sie gerade da sind, während ich Ihr Buch kopiere, hätte ich spontan einige Fragen, muss ich sagen. Also das ist hier Ihr berühmtes Werk Orient oder Rom. Mhm. Es ist schön, dass das immer noch gelesen wird. Ja, es wird tatsächlich immer noch gelesen. Es gibt auch Forscher, die sich nur mit Ihnen beschäftigen, heute immer noch. Ja. Das ist nicht so, dass Sie aus dem Gedächtnis verschwunden wären. Ich glaube, das kann man ganz klar und deutlich sagen. Mhm. Diese Orientfixiertheit bei Ihnen ist ja doch sehr bestimmend für Ihr Forscherdasein. Fixiertheit, würden Sie das? Das klingt so unfrei. Also ich habe immer den Blick auf die Kunst des Ostens und die dortigen Entwicklungen geworfen. Aber auch, weil ich immer davon überzeugt war, dass letztlich diese Kunstentwicklung die Wurzel für all das ist, was wir in Europa fassen können und was dort dann in die Entwicklungen eingeht, die wir so in der Kunstgeschichte betrachten. Schauen Sie sich Mesopotamien an, schauen Sie sich Räume wie Armenien oder den Balkan an. All diese Dinge wirken, all diese Dinge strahlen aus. Ja? Also das würde ich jetzt nicht als Fixiertheit betrachten, sondern es geht darum, mit offenen Augen zu schauen, wo kommen Entwicklungen her und wo gehen sie hin. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Kunstgeschichte studiert. Ja. Haben Sie überhaupt Archäologie auch studiert? Oder? Ja, ich habe Kunstgeschichte studiert und auch Archäologie. Mhm. Ursprünglich habe ich eine Lehre gemacht in einem Textilbetrieb. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Ja, meine Eltern hatten ein Textilunternehmen, eine Textilfabrik. Ach, okay. Auch schon unsere Vorfahren hatten ein solches Unternehmen. Und ja, vorgezeichnet wäre mir durchaus eine solche Karriere gewesen. Aber nun ja, es hat mich nicht ausreichend ausgefüllt. Mhm. Das habe ich schon relativ schnell erkannt. Und habe dann, nun, ich muss sagen, zum Leidwesen meiner Eltern mit dem Studium der Kunstgeschichte begonnen. Aha. Ja, und habe dann an verschiedenen Orten studiert, habe auch klassische Archäologie studiert und ja, mich schon frühzeitig mit der Kunst des Byzantinischen Reiches, mit kleinasiatischen Entwicklungen beschäftigt, auch ja, beeinflusst durch einige Lehrer, die ich hatte. Was waren das für Lehrer? Bekannte also Leute immer noch für uns? Durchaus, heute, sicherlich könnte ich mir vorstellen, auch heute noch absolut bekannte Leute. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass die Schülergeneration, also unter anderem ich, dann irgendwann ja als die Experten für diese entsprechenden Gebiete angesprochen wurden, auf allen verschiedenen Ebenen, nachdem wir uns dann in Publikationen ja geäußert hatten und unsere Kennerschaft bewiesen hatten. Bereits früh wurde man gebeten um Aussagen zu bestimmten Themen. Man wurde gefragt für Konzeptionen von Ausstellungen. Man sollte Gutachten erstellen für einzelne Objekte. Ja, Sie wissen das sicherlich. Sie kennen das alles. Sicherlich kenne ich einiges, aber dann doch nicht alles, Herr Strigowski. Das muss ich Ihnen sagen. So sehr im Gespräch sind Sie dann auch wieder nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie hätten sozusagen ja den Orient publik gemacht. Ich muss Ihnen sagen, dafür sind Sie tatsächlich bei uns heute noch bekannt. Mhm. Strigowski ist so für uns derjenige, der den Orient massiv und ich muss sagen, teilweise nennen wir es polemisch, in die Diskussion gebracht hat. Aber Sie waren ja in keinster Weise der erste Forscher oder der einzige, der den Orient bereist hätte oder in den Blick genommen hätte. Nein, selbstverständlich nicht. Das haben auch schon andere getan, allerdings nicht in dieser Tiefe und in dieser Breite, denen es dann auch gelingen konnte, das, was andere beobachtet haben und was andere mir dann wiederum als Materialien überbrachten und übergaben, dann in einen breiten Kontext einzuordnen, sodass man wirklich die großen Entwicklungen zeigen konnte und eben zeigen konnte, dass nun gerade dort im Osten das lag, was letztlich dann zur Blüte der Kunst in Zentraleuropa geführt hat. Sie haben gerade schon gesagt, es geht Ihnen um so große Erzählungen. Sie haben gesagt, Sie haben auch Material von Kollegen genutzt und es dann in Ihre Werke eingeordnet.
ich muss Ihnen sagen, nicht nur wir heute, sondern ja auch Ihre Zeitgenossen haben schon teilweise ja unsaubere, nenne ich es mal, Arbeitsweisen bei Ihnen entdeckt, weil Sie einfach, weil Ihnen diese große Erzählung so wichtig war, sind Sie ungenau geworden und angreifbar. Ja, Sie brauchen nicht zu lachen, das wissen Sie sicherlich selber. Sie werden vermutlich auch die Rezensionen Ihrer Fachkollegen gelesen haben, oder? Ja, was sind das für Leute? Ja, also was sind das für Leute? Was ist der Kenntnisstand dieser Person? Haben die jemals wirklich diese Dinge gesehen? Sind sie dort hingereist? Oder sitzen sie in ihrem Studierstübchen über ihren Schriftquellen und Textsammlungen und machen sich Gedanken über die großen Zusammenhänge, die sie niemals entdecken werden, weil das alles viel zu klein gedacht ist? Es geht um die wirkliche Anschauung vor Ort. War einer von diesen werten Kollegen einmal auf Eselsrücken über Wochen unterwegs in Armenien, in Georgien, bis zum Iran? Nein, ich nehme das nicht an. Aber darum ging es mir jetzt auch gerade gar nicht. Also Sie schildern jetzt quasi Ihre Reisen. Das ist etwas, das ich Ihnen ja auch gar nicht absprechen will. Aber ich habe ja jetzt gerade darauf verwiesen, dass Sie teilweise etwas unsauber gearbeitet haben, um Ihre Forschung in eine große Erzählung hineinquetschen zu können. Also ich würde also das nie, geben Sie schon zu, dass Sie da teilweise ein bisschen, ich würde es nicht schlampig sagen. Aber. Nein, also das würde ich in keinem Fall zugeben, wie Sie sagen. Das würde ich noch nicht mal hier andeuten wollen. Man muss mir das nachweisen, dass das unsauber gearbeitet sei. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das haben natürlich Zeitgenossen getan. Selbstverständlich könnte das immer behauptet werden. Ich kann das von anderen auch behaupten, durchaus. Ja? Also was natürlich bei Ihnen auffällt, ist, dass Sie irgendwann den Osten immer stärker in den Blick genommen haben. Sie haben ja durchaus am Anfang Ihrer Karriere sich auch mit stadtrömischen Belangen befasst und sind dann sozusagen sukzessive, könnte man sagen, immer weiter nach Osten gerobbt. Geritten. Und haben zunächst Konstantinopel in den Blick genommen und sich dann aber ja weiter Richtung Armenien, Persien und so weiter bewegt. Ja. Was hat Sie denn da gezogen? Kennen Sie meine Publikationen zu Konstantinopel? Sie können sich vorstellen, ich habe da durchgeblättert, sicherlich. Ich habe Sie, natürlich, das muss ich sagen, Ihre Publikationsliste ist so. Ja? Die habe ich selbstverständlich, großartig, wirklich Hut ab, die habe ich nicht alle gelesen, das muss ich sagen. Ja gut. Konstantinopel und die Betrachtung der dortigen Kunst und Entwicklung in der Zeit, die man die byzantinische nennt, kann Ihnen ganz klar sagen, dass wir Wurzeln für all diese Formen suchen müssen. Und die können wir finden, und das werden Sie feststellen, wenn Sie eben den Blick weiter nach Osten richten und wenn Sie in den dortigen Gebieten Mesopotamiens all diese Entwicklung in viel früheren Phasen und viel früheren Formen feststellen können, die dann natürlich gewirkt haben, zunächst auf das Byzantinische Reich, aber dann auch irgendwann oder sei es zeitgleich auch auf den Westen des Römischen Reiches. Das mag alles gewesen sein, die frühen Formen, und ich spreche wirklich von den Anfängen auch einer christlichen Kunst, und das ist ja auch gerade das Thema, über das ich in diesem Buch handle. Diese frühen Formen und diese Voraussetzungen, die werden Sie dort im mittleren, nahen und mittleren Osten finden. Sicherlich, wenn wir weiterschauen würden, auch im fernen Osten. Schauen Sie nach China beispielsweise. Auch dort, wenn Sie suchen, werden Sie Dinge finden, die Ihnen die Augen öffnen können über Entwicklungslinien unserer scheinbar so originären Kunst. Also das bedeutet, Sie sind schon der Meinung, dass es eine Quelle dieser Kunst gibt, die wir lokalisieren können, Ihrer Meinung nach im Osten, und dass es nicht unbedingt viele Ströme gibt, die sich parallel entwickeln. Also Ihre Kollegen in Rom würden mir jetzt sicherlich genau das Gegenteil sagen und sagen wollen, Rom ist diese Quelle. Ja, natürlich. Für die katholischen Kolleginnen und Kollegen, für die katholischen Kollegen in Rom ist natürlich diese Stadt die Hauptstadt, ihre Maschine spricht. Die Hauptstadt des Römischen Reiches, das Zentrum und die Quelle von allem. Mhm. Aber schauen Sie sich diese Männer doch an. Haben die wirklich
alles in den Blick genommen oder sitzen die... Na, die sind nicht durch Armenien geritten. Das ist, warum nicht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie Ihre Kollegen vielleicht selber fragen. Ja, da sehen Sie es. Ja. Und deswegen kann ich diese Argumentation in keiner Weise teilen und auch nicht für gut heißen. Mhm. Man hat halt bei Ihnen manchmal so ein bisschen das Gefühl, es geht Ihnen auch darum, Recht zu haben. Also Sie sind ja zum Beispiel, also Sie gehen ja auch davon aus, dass auch in die andere Richtung, also zum Beispiel gen Gallien, dass die ikonografischen Entwicklungen sozusagen von Gallien nach Rom gewandert sind und nicht von Rom nach Gallien. Nun gut, wenn Sie das Ganze anschauen, also die großen Kunstströmungen, die sich festmachen lassen, die asiamerikanische Strömung, die atlantische Strömung, die großen Kunstströmungen, indogermanische Kunstrichtungen, wenn Sie das in den Blick nehmen, dann werden Sie zwangsläufig dazu kommen, dass es im Norden ein weiteres Zentrum zusätzlich zum Mittelmeerraum gegeben hat, ein Zentrum, das gewirkt hat. Und letztlich müssen wir einfach sagen, und ich denke, dahinter können wir nicht zurücktreten, die aufnehmende Partei war der Mittelmeerraum, war Italien. Andere Strömungen aus anderen Richtungen, sei es der Osten, sei es der Norden, sind hier wirksam gewesen. Das ist schön, dass Sie jetzt von alleine auf diese Strömung aus dem Norden kommen. Sie haben ja gesehen, ich kopiere gerade Ihre Werke und da finden sich dann durchaus auch Dinge, die wir heute, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, etwas erschreckend finden. Also so etwas wie das indogermanische Ahnenerbe des deutschen Volkes und die Kunstgeschichte der Zukunft. Also man hat tatsächlich, oder ein anderes Werk von Ihnen heißt Morgenrot und Heidnisch Werk. Diese Sachen sind teilweise vom Ahnenerbe der SS herausgegeben worden. Da fragt man sich schon, war der Herr Strigowski eigentlich ein Nazi, ne? Das kann man sich alles fragen. Ich werde Ihnen dazu hier jetzt keine Antwort geben können. Sie sollten diese Bücher lesen und dann werden Sie meine Gedankengänge nachvollziehen können. Ich möchte immer in diesem Kontext darauf hinweisen, dass ich, wenn Sie gerade diesen Begriff des Nationalsozialismus anwenden, durchaus auch jüdische Schüler hatte, die ich auch promoviert habe. Ja, Sie waren trotzdem auch Antisemit. In der entsprechenden Zeit. Kennen Sie meine Zitate aus der... Durchaus. Sie haben sich massiv antisemitisch geäußert, Herr Strigowski. Das können Sie nicht, das können Sie jetzt nicht einfach abweisen, ja? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich darüber bewusst sind, dass das sehr viele getan haben. Natürlich bin ich mir dessen bewusst. Aber ob das eine Entschuldigung ist, das weiß ich nicht. Und was ein solches System einem für Möglichkeiten geboten hätte, wenn man an den entsprechenden Punkten und an den entsprechenden Positionen sitzt. Das heißt, Sie was wäre da möglich gewesen an Arbeit, an Darstellungen der großen Zusammenhänge dessen, was uns wirklich interessiert? Das heißt, Sie hätten sich instrumentalisieren lassen von den Nationalsozialisten, fanden Hitler aber gar nicht so gut, da habe ich anderes gelesen. Ich möchte darauf, glaube ich, jetzt nicht weiter eingehen. Ich denke, wir werden da nicht zu einem gemeinsamen Punkt finden. Das denke ich auch. Kommen wir vielleicht trotzdem nochmal auf Ihre Betätigung auch im Norden. Was man heute sagen muss, ist, Sie haben zum Beispiel zum Erhalt und zum Schutz der nordischen Holzkirchenarchitektur beigetragen? Ja, natürlich. Das ist ein sehr, sehr interessantes Forschungsgebiet. Ja. Und das sind Monumente, Denkmäler, die ja erhaltenswert sind. Auf jeden Fall. Generell und natürlich, dafür habe ich mich eingesetzt. Ja. Sie haben das ja vorhin schon angedeutet. Sie gehen tatsächlich davon aus, dass es hoch im Norden, quasi fast schon der Polregion, dass dort der Beginn der Kunstströmung der menschlichen an sich beherbergt ist und sich das dann in der kleinen Eiszeit sozusagen strahlenförmig vom Pol ausdehnt. Sie nicken? Also wirklich? Wenn Sie sich alles anschauen, wie es quasi ja wirklich vor uns auf dem Tisch liegt, wenn wir alle einzelnen Ergebnisse zusammennehmen, dann kann man, und ich denke, muss man zu einer solchen Sichtweise kommen, natürlich. Also ich glaube nicht, das muss ich Ihnen auch ganz klar sagen, von einer solchen Sichtweise geht niemand mehr aus. Das ist etwas, was wir heute als ja, groteske historische Erscheinung einer dunklen Zeit in unserer Vergangenheit betrachten. Aber lassen wir das, was man Ihnen zugutehalten muss, Ihre Bücher sind fantastisch geschrieben. Sie haben einen großartigen Stil. Danke. Ich habe auch gehört, dass Sie mal für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen worden sein sollen. Ja, ich hatte die Ehre, von skandinavischer Seite in den 20er Jahren dafür vorgeschlagen worden zu sein. Nun ja, das haben
Diesen Ruhm haben andere geerntet. Da klingt ein bisschen Bitterkeit durch. Ach, was ist Bitterkeit? Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, den Elan und diese Kraft, die man auch einzusetzen will, zwar auch in angemessener Weise zu belohnen. Das wäre durchaus möglich gewesen. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben. Positionen beispielsweise. Sie wissen vielleicht, dass ich mich sehr stark für das Berliner Museum engagiert habe. Und das gibt es übrigens Bode. Noch. Ach ja, das gibt es noch. Das gibt es noch. Ach, wie schön. Ja, ja, das Kaiser-Friedrich-Museum, es war mir sehr wichtig. Ja. Und ich habe dort die Ausstellung mitkonzipiert. Mhm. Und, das werden Sie wissen, sicherlich sehr viele der dortigen Stücke sind nur durch meine Reisen und Tätigkeiten und Ankäufe an die dortige Sammlung gekommen. Und es wäre schön gewesen, man hätte das ein wenig stärker gewürdigt. Ich habe da gerade vorhin ein sehr schönes Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben sich ja immer per Brief mit Herrn von Bode auseinandergesetzt. Ihre Seite dieser Korrespondenz ist erhalten, die Gegenseite leider nicht, muss ich Ihnen sagen. Und da schreiben Sie so schön an ihn: Wenn Sie eine wirklich bahnbrechende Sammlung aufstellen wollen, müssen Sie planmäßig den Orient gegen die herkömmliche Meinung von dem allein seligmachenden Rom und Italien ausspielen. Dann müssten Ägypten, Palästina und Syrien, Kleinasien, Hellas, das griechische Italien und schließlich Konstantinopel aufziehen, durch charakteristische Stücke vertreten. Liegen Sie 100.000 Mark und die Leitung in meine Hand. Genau. Und was hat er mir gegeben? Das weiß ich nicht. Viel weniger. Viel weniger hat er mir gegeben. Aha. Und man hätte alles damit darstellen können. Man hätte zeigen können, dass die Kunst aus dem Osten erwächst und dass alle Entwicklungen, ich meine, wie möchten Sie das den einfachen Menschen zeigen, die jetzt nicht in unseren Seminaren sitzen, die nicht unsere Bücher lesen. Sie müssen diese Menschen ins Museum bringen und sie müssen Stücke da haben, Beeindruckendes, was ihnen zeigen kann, wie die Entwicklung gewesen ist. Und was hätte ich, was habe ich und was hätte ich noch heranschaffen können an Materialien, um das zu zeigen, dass genau diese Überlegung die richtige ist. Ich war in Ägypten, nun gut, eigentlich wollte ich nach Griechenland, eigentlich wollte ich nach Kleinasien, die Pest. Es war mir nicht unbedingt möglich, aber ich bin weiter nach Ägypten gereist und habe dort vieles gefunden. Mhm. Sie kennen die Sammlung in Berlin. Selbstverständlich. Es gibt reiche Textilbestände, es gibt reiche Kleinkunstbestände. Natürlich aus Konstantinopel, die Skulpturbeispiele, die dort gezeigt werden. Und natürlich, Sie wissen, ich habe damals vermittelt, dass man die großartige Fassade von Shatta in Jordanien für das Museum ankaufen konnte. Aber die ist in der islamischen Abteilung, soweit ich weiß. Das ist ein gewisses Missverständnis, könnte man es nennen, beziehungsweise, nun ja, man hat sich da ein wenig unterschiedliche Gedanken gemacht. Ich bin, und ich denke, ich kann es gut zeigen, der Ansicht, dass es sich dabei um ein spätantikes Bauwerk handelt. Damit wäre das Ganze natürlich in der byzantinischen Sammlung weit besser aufgehoben. Aber es ist nie dort aufgestellt gewesen, oder? Also ich glaube, man hat relativ schnell gegen Ihre Position die Schlüsse gezogen, dass es umayyadisch ist. Ja, das ist leider eine Schlussfolgerung, der ich nicht entgegenwirken konnte. Haben Sie sich darüber zerlegt, von Bode und Sie? Sagen wir es mal so, es hätte ja, wie ich bereits gesagt habe, noch andere Möglichkeiten gegeben, den gemeinsamen Austausch zum Wohl aller Seiten fortzusetzen. Sie spielen auf die Professur an, die Sie nicht bekommen haben. War dann nicht mehr so groß. Ich glaube schon, dass Sie das sehr verletzt hat, dass Sie die Professur in Berlin nicht bekommen haben. Kann ich das so sagen? Das können Sie denken, wie Sie wollen. In Ordnung. Ich war glücklich in Graz und ich war glücklich in Wien. Nun gut, ich hatte immer meine Gegner. Das ist jedem von uns so gegeben. Ach, ob das jedem so gegeben ist wie bei Ihnen, das wage ich zu bezweifeln. Also Sie haben sich ja tatsächlich zumeist mit Ihren Kollegen zerlegt. Teilweise hatte ich die Möglichkeit, den Kollegen nachzufolgen. Das war die schönste Variante. Aber natürlich gab es immer wieder Streitigkeiten. Es hat dann Diskussionen um die Sache an sich gegeben, die teilweise, vielleicht wissen Sie das, auch nicht auflösbar ist.
Gut, dann hat man sich getrennt, hat man unterschiedliche Institute eröffnet. Es hätte vielleicht Möglichkeiten gegeben, ja, aber auch nicht zu jedem Preis. Das haben Sie im Privaten so ähnlich gemacht. Sie waren ja zweimal verheiratet. Ihre erste Ehe, Sie haben ein Kind zusammen und dann ist es auseinandergegangen. War das auch so ein, ja, so eine Konstellation, wo es eben dann nicht mehr anders ging? Unsere Ehe, von der Sie so indiskret hier jetzt in diesem Zusammenhang reden. Nun gut, vielleicht war es so, dass wir uns auseinandergelebt hatten. Ich meine, Sie können sich vorstellen, man ist viel unterwegs. Mhm. Und das kann auch nicht jede Frau ertragen. Es hat sich dann gezeigt, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Sie wissen, ich habe in einer späteren Zeit durchaus noch eine Gefährtin gefunden. Eine sehr junge Gefährtin. Eine Gefährtin gefunden, die diese Sichtweise und diesen Blickwinkel auf die Arbeit durchaus zu schätzen wusste. Sie ist Künstlerin, Sie wissen? Ja, ich weiß, sie war Malerin und Schriftstellerin, soweit ich weiß. Durchaus. Leider, muss ich Ihnen sagen, sind alle ihre Werke vor 45 nicht erhalten. Das ist sehr bedauerlich, denn sie ist ein sehr begabter Mensch gewesen. Ich habe Bilder von ihr gesehen. Ja. Gut gefallen, auf jeden Fall. Sie wissen, dass es generell mein Ansatz war, die Kunstgeschichte und die kunstgeschichtliche Methodik stärker an das kunstgeschichtliche Handwerk heranzuführen. Also es geht wirklich darum, enger mit der bildenden Kunst zusammenzuarbeiten. Denn genau darum muss es letztlich gehen, wie wurden Dinge verfertigt, wie werden Dinge beschrieben, wie werden Dinge analysiert. Es kommt darauf an, eine neue Methodik zu entwickeln. Aha. Und das ist wichtig, eine neue Methodik in der Lehre, eine neue Methodik in der musealen Vermittlung. All das ist wichtig. Wir müssen uns befreien von diesen überkommenen humanistischen Gedanken oder gar konfessionell gefärbtes, was dann immer nur noch in der Lage ist, ja, darauf zu bestehen mit schwacher Stimme, dass Kunst und alle Entwicklungen aus Rom ihren Anfang genommen haben. Sie kennen meine dortigen Kollegen und ihre Arbeitsweise. Es ist nett, dass sie das Material zusammentragen, aber es sollten andere die entsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, Sie würden sich als unpolitischen und unreligiösen oder nicht religiösen Menschen bezeichnen? Ich würde mich als einen Menschen bezeichnen, der sehr viele Zwänge, die andere behindern, abgestreift und überwunden hat, um einen klaren Blick auf meine Disziplin, auf Entwicklungen der Kunst und auch auf Methodik damit zu gewinnen. Wenn Sie das jetzt hier ein wenig, ja, in den Schatten drängen wollen, tun Sie das. Ich will gar nichts in den Schatten drängen. Das können Sie mir glauben. Ich bin völlig frei und Sie können mich von allem überzeugen. Ich frage mich nur, ob das überhaupt möglich ist, dass ein Mensch tatsächlich kontextlos existiert und wirklich frei von politischen oder religiösen oder gesellschaftlichen, familiären, wie auch immer, Einwirkungen forscht. Oder ob wir nicht alle, also ich genauso und alle unsere Kolleginnen und Kollegen, immer in einem Kontext stehen, der uns bindet und der unsere Forschung auch in eine gewisse Richtung lenkt, weil wir gar nicht anders denken können. Wir müssen uns bemühen, eine Objektivität zu gewinnen. Erst dann können wir, wie haben Sie am Anfang so schön gesagt, die große Erzählung generieren. Erst wenn wir diese vielen kleinen blinden Flecken und diese vielen kleinen Dinge, die ja einem im Herzen und im Kopf quasi schon eingegeben scheinen, erst wenn wir diese beiseite lassen, dann sehen wir die großen Entwicklungen, die es zu skizzieren gilt. Ich weiß nicht, in welchem Bereich Sie arbeiten, in welchem Kontext und ob Sie schon so weit sind, dass Sie sagen können, ich muss das alles hinter mir lassen. Vielleicht, Sie sind noch sehr jung, ist es Ihnen auch noch nicht in dieser Tiefe möglich? Das mag sein. Worauf ich nochmal zurückkommen möchte, ist die Sammlung, die Sie für das Museum zusammengestellt haben. Ja. Sie haben erzählt, dass Sie gereist sind, dass Sie überall Sachen angekauft haben. Ich weiß, dass das gängig war zu dieser Zeit, auch schon lange davor. Deutschland war ja nicht unbedingt führend auf diesem Gebiet. Frankreich und England hatten ihre Museen längst. Ja. Aber Sie müssen wissen, dass wir heute
die Ausfuhr von Kulturgut aus anderen Ländern nach Europa ganz problematisch finden, dass wir heute der Meinung sind, diese Stücke sollten im Land verbleiben und dass es gerade jetzt aktuell wieder die Phänomene gibt, dass, obwohl es heute nicht mehr so leicht ist und nicht angesehen und auch verboten ist, dass heute wieder Kunstgegenstände aus Ländern im Nahen Osten, sage ich jetzt mal, zu uns nach Europa verbracht werden. Und das ist gerade wieder ein heißes Thema. Würden Sie sagen, dass Sie aus meiner heutigen Perspektive das auch problematisieren würden, all diese Dinge aus ihrem Kontext zu reißen, aus den Ländern zu nehmen und einfach nach Europa zu bringen? Ich denke, wir haben vorhin schon kurz angedeutet und ich habe bereits gesagt, es kommt darauf an, mit welchen Mitteln man in der Lage ist, das, was man selbst als wissenschaftliche Ergebnisse für sich hat festmachen können, darzustellen für ein breites Publikum. Wo wollen Sie das tun? In einem Dorf in Ägypten? Warum nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen. Waren Sie schon einmal außerhalb unseres Landes? Selbstverständlich. Ich war neulich gerade in Armenien, kann ich Ihnen sagen. Ach, in Armenien? Ja. Wie exotisch. Auf Eseln? Nein, Herr Strigowski, in einem Bus. In einem Bus. Das ist natürlich sehr lohnenswert und es ist auch ja, unterstützenswert, dass sich heutige junge Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, auch wirklich in diesen Ländern bewegen. Aber würden Sie das Ihren Nachbarn zumuten wollen, dass diese sich, um sich diese Dinge anzusehen, in einen Bus setzen, um damit nach Armenien zu fahren? Das können Sie damit vermitteln, wenn Sie wirklich bilden wollen und zeigen wollen, dass auch die deutsche Museumslandschaft vor den Franzosen und den Russen möglicherweise Dinge und Zusammenstellungen präsentieren kann, ja, die weit einprägsamer sind als das, was dort geboten wird. Nein, natürlich nicht, aber es geht ja auch vielleicht um die armenische Bevölkerung, die ägyptische Bevölkerung, die syrische Bevölkerung. Haben die kein Recht, ihre Museen vor Ort zu haben, um sich anzugucken, was sie in ihrem Land aus der Erde holen? Was glauben Sie, wo diese Stücke heute wären, wenn wir sie damals nicht in unsere Sammlungen gerettet hätten? Was denken Sie, wo diese Stücke heute wären? Hätte man dort ein Museum direkt zwischen den Dörfern errichtet? Oder ist es nicht besser, diese Stücke gesondert an einem bestimmten Platz zu sammeln, wissenschaftlich zu bearbeiten und damit dann ja, die nötigen Informationen herauszudestillieren, um ja auch Bildung überhaupt an die Menschen bringen zu können? Ich glaube tatsächlich, das muss man differenziert sehen, aber da sind Sie nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner, befürchte ich, für differenziertes Urteilen. Das ist jetzt sehr polemisch und ich habe mich im Laufe meiner Karriere durchaus oft auch auf dieses Gebiet des sehr polemischen Formulierens gebracht. Aber ich denke, das sollte jetzt hier bei unserem Gespräch, nun ja, aufgrund der unterschiedlichen Hierarchien vielleicht unterbleiben. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.